Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit haben wir uns ja schon mal ein Mauspad von Nifter angeschaut und ich habe ja gesagt, ich habe zwei von Nifter bekommen. Einmal das ganz normale Nifpad, wie sie es nennen, und dann eben dieses Nifpad Falcon, welches ich heute zeigen möchte. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Speedpad, also ein Mauspad, welches deutlich schneller ist als herkömmliche Mauspads. Und ob sich so ein Mauspad lohnt, was das Teil hier gut macht, was es schlecht macht, das alles in diesem Video. Das Teil ist wirklich in vielerlei Hinsichten ein interessantes Mauspad und wir werden heute einfach mal schauen, ob man es kaufen sollte oder nicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Let's go! Das Nifpad Falcon ist ein Mauspad, welches ihr auf Nifter für 34,99 € bekommt. Und für ein, ich sag mal, Mauspad oder für viele wird der Preis erstmal relativ viel erscheinen. Man muss aber sagen, dass andere Mauspads in diesen, ich sag mal, Kategorien ähnlich viel kosten. Also es ist ja nicht unbedingt, wenn es ein gutes Mauspad ist, dann ist der Preis auf jeden Fall fair. Und ob der Preis fair ist, das finden wir heute raus. Also bleibt auf jeden Fall dran. Zum Lieferumfang natürlich, wie immer. Es ist ein Mauspad, da gibt es nicht viel Lieferumfang, aber das Mauspad kommt flach geliefert in einer Verpackung. Und darin befindet sich dann das Mauspad, richtig, wer hätte es gedacht. Das Mauspad natürlich und halt ein kleines Tuch, womit ihr das Mauspad hier reinigen könnt. Ansonsten, das Mauspad besitzt eine Größe von 480 mm in der Länge, 40 mm in der Breite und das Mauspad ist 4 mm dick. Das heißt, die Dicke ist ganz gut. Die Größe an sich ist mir persönlich zu klein. Das ist auch schon mein erster Kritikpunkt tatsächlich, dass das Mauspad dann einfach zu klein ist. Ich finde ein Mauspad mit ja nicht mal 50 cm auf einer Seite einfach zu klein, wenn ihr mich fragt. Vor allem, also ich sag mal, für viele wird es reichen. Klar, für mich reicht es auch noch gerade so. Aber es gibt dann einfach dieses Problem, dass man sein Mauspad nicht an der Tischkante anlegen kann, sondern weil es eben so klein ist, muss man das so weit nach oben schieben, um wirklich den Platz vollständig nutzen zu können. Und dann hat man eben seinen Arm so doof auf diesem Mauspadkante und ich hasse das einfach. Deswegen finde ich persönlich das Mauspad auch zu klein. Das wäre so mein erster kleiner Kritikpunkt. Aber es gibt ja Leute, denen passt die Größe auch so und die haben dann auch kleinere Tische, da fällt das nicht so auf. Ich persönlich, ich habe einen extrem großen Tisch, da fällt das schon sehr, sehr doll auf. Ansonsten, das Mauspad ist dementsprechend besonders, nicht nur weil es ein Speedpad ist, sondern weil es auch eine sehr, sehr besondere Oberfläche hat. Es ist nicht irgendwie einfach ein Cordura-Pad oder ein Glas-Mauspad, sondern es ist ein, ich weiß gar nicht, es ist so ein lederartiges Mauspad. Die Oberfläche fühlt sich sehr, sehr interessant an. Es fühlt sich an wie so eine leichte Kunstlederhaut, nur eben glatter. Sieht man auch daran, dass das Mauspad zum Beispiel Fingerabdrücke hinterlässt, was auch sehr interessant ist, hat man auch nicht so oft beim Mauspad. Dass man wirklich, wenn man seine Hand drauf legt, Fingerabdrücke hinterlässt. Das ist ästhetisch nicht so schlimm, nicht so schön, aber man kann es ja easy wegwischen, muss man dazu sagen. Ja, dann noch ganz interessant an dieser Beschichtung hier, an dieser Oberfläche ist, dass das Mauspad im, sagen wir, im Scheinwerfer scheint. Also wenn ihr jetzt beispielsweise eure Taschenlampe gegen das Mauspad halten würdet, dann strahlt das Teil wie so eine Warnweste. Das sieht relativ lustig aus, muss ich zugeben. Schränkt natürlich die Funktion nicht ein, aber es sieht auf jeden Fall dezent lustig aus, dass man damit gefühlt auf die Autobahn gehen könnte nachts und sicher wäre, keine Ahnung, ist sehr, sehr lustig. Zur Qualität kann ich sagen, die Nähte sind soweit sehr sauber genäht, die Oberfläche fühlt sich auch soweit gut an, obwohl es wie gesagt eben eine sehr interessante Oberfläche ist, aber qualitativ habe ich hier wenig zu bemängeln. Wie sieht es mit dem Gleiten des Mauspads aus? Ich habe das Ganze natürlich jetzt ein Weilchen getestet und ich muss sagen, das Mauspad ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr rutschig. Wie es der Name schon sagt, das ist wirklich ein sehr, sehr schnelles Pad. Nochmal eine Ecke schneller als Cordura, würde ich behaupten. Aber auch eine deutliche Ecke unkontrollierbarer. Also ich finde, Cordura ist ein guter Mittelweg zwischen sehr schnelles Mauspad, aber man kann es noch gut kontrollieren. Und das Teil hier wird schnell, ich weiß nicht, so ein bisschen unkontrollierbar fast schon. Ich meine, ich persönlich komme mit klar, ich komme generell mit schnellen Mauspads eigentlich relativ gut klar. Aber viele kommen eben nicht mit schnellen Mauspads klar, deswegen muss so ein Teil wirklich wohl überlegt sein und man sollte es wirklich erstmal testen, ob man sowas mag. Aber ja, rein vom Gleit her wirklich ein sehr, sehr schnelles Pad. Vorausgesetzt, ihr nutzt wirklich PTFE-Skates, denn hier kommen wir schon zum ersten Problem des Mauspads. Das Teil ist nicht mit, oder was heißt Problem? Auf jeden Fall, was man beachten sollte bei einem Mauspad. Man sollte das Teil wirklich nur mit PTFE-Skates benutzen, also quasi die Gleiter, die jede Maus hat oder jede Standardmaus. Normalerweise bekommt jede Maus mit PTFE-Skates, aber manche haben ja auf Glas-Skates geupgradet und das mit dem Pad geht halt nicht wirklich klar, weil das ist zwar super rutschig,
nochmal rutschiger als ein WWDFE-Skate. Aber dadurch, dass es eben dann Glas ist, auf so eine Art Lederhaut, sag ich mal, sind so Micro-Adjustments, so kleine Mikrobewegungen mit dem Pad richtig schwer, weil das Pad eben so, oder nicht das Pad, weil die Maus so ein bisschen, so ganz, ganz minimal, wenn ihr leichte Bewegungen macht, am Pad klebt. Und dadurch sind so Mikrobewegungen einfach sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich, meine Empfehlung bei dem Mauspad, nutzt es mit PDFE-Skates und nicht mit Glas-Skates. Ansonsten Vorteile, die mir bei dem Pad aufgefallen sind, ist eben, wie gesagt, das ist sehr rutschig, was natürlich ein Vorteil sein kann, aber auch ein Nachteil. Aber insgesamt, wenn man schnell das Pad sucht, dann ist man hier sehr, sehr gut bedient und hat auf jeden Fall eine interessante Geschwindigkeit und hat wirklich mal was Schnelles. Vor allem, wenn man kein Glas-Mauspad will, dann muss so also Glas-Mauspads muss man halt auch wirklich wollen. Aber das Teil hier ist eine gute Alternative, falls man was Schnelles möchte, was aber nicht aus Glas ist. Und falls einem Cordura vielleicht zu rau ist, weil vielen ist ja scheinbar Cordura so ein bisschen zu rau vom Stoff her, habe ich gehört. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber scheint wohl so zu sein. Ein weiterer Vorteil, den dieses Falcon Pad hier hat, ist eben diese Oberfläche. Dadurch, dass die so lederartig ist, ist es nicht wie bei einem normalen Stoff-Mauspad. Falls ihr beispielsweise Flüssigkeiten verschütten würdet. Oder generell wie sogar Fingerabdrücke. Ihr könnt alles einfach super leicht wegwischen mit einem weichen Tuch, mit einem weichen Mikrofasertuch am besten. Keinen Schwamm nehmen bitte, ihr zerreibt das Pad damit, aber sowas wie Mikrofasertücher kann man super nehmen. Falls man Flüssigkeiten darauf verschüttet, kein Problem im Grunde. Viel weniger als jetzt bei einem, ich sag mal, normalen Stoffmauspad, wo da alles einzieht und nicht. Hier bleibt die Flüssigkeit wirklich oben drauf liegen, weil das wirklich so eine Art Haut ist, die ihr hier habt. Ich habe es jetzt nicht komplett ausprobiert und ich will es auch nicht provozieren, ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier irgendwelche Flecken mache auf dem Mauspad. Aber prinzipiell, das hier ist ein Mauspad für viel, viel tollpatschigere Menschen. Also falls ihr tollpatschig seid und oft was verschüttet, oft mit Essen kleckert oder sowas, sollte kein Ding sein mit dem Mauspad. Ihr könnt das wirklich ganz, ganz leicht abwischen und die Flecken sind eben wirklich Geschichte. Das habt ihr bei normalen Mauspads nicht. Da ziehen Flecken natürlich sehr, sehr schnell ein. Da hat das Mauspad auf jeden Fall seine Vorteile, dass man das eben so leicht einfach wegwischen kann. Natürlich sind mir aber auch ein paar Nachteile bei dem Mauspad aufgefallen. Beispielsweise eben wie gesagt, dass man keine Glas-Skates nutzen kann. Das würde ich noch so als Semi-Nachteil sehen. Weil es ist ja bei vielen Pads einfach so, dass man keine Glas-Skates nutzen sollte. Glas-Skates sind halt wirklich nur für spezielle Mauspads, sage ich mal. Oder nur für, auf jeden Fall nicht für alle Mauspads gedacht. Aber was auf jeden Fall ein Nachteil ist, ist zum Beispiel, dass das Mauspad tatsächlich relativ stark auf dem Tisch rumwackelt. Guckt euch das mal an. Ich muss das Teil nicht mal doll bewegen, das wackelt einfach. Ich brauche nicht mal viel Druck. Mit einer einzigen Hand schiebt sich das Teil so leicht auf den Tisch rum und ich finde, das geht gar nicht. Ich meine, fairerweise, in der Praxis fällt das kaum auf, wenn ich dann erstmal meine Hand drauf habe und mein Arm so halb drauf liegt beim Zocken, dann rutscht das Pad eigentlich so gut wie gar nicht mehr rum, weil ich ja dann quasi das Teil selber stoppe, aber es gibt, also die meisten Mauspads liegen viel, viel fester auf dem Tisch. Auch wenn das ein kleineres Pad ist und dadurch die Chance, dass es verrutscht, ein bisschen höher ist als bei größeren. Ich habe das auch mit anderen Pads getestet, die ungefähr gleich groß waren und die sind nicht so auf den Tisch gerutscht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch mein Exemplar ist oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall so doll sollte ein Pad nicht auf dem Tisch rutschen. Das ist No-Go, sollte nicht sein. Dann ist wie gesagt die Größe eben ein Nachteil. Das Mauspad ist mir persönlich zu klein. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen Präferenz, ob man so ein großes oder so ein kleines Mauspad störend findet oder nicht. Aber ich habe die Meinung jetzt schon öfter gehört, dass die Größe einfach nicht groß genug ist. Deswegen ordne ich das auf jeden Fall auch als Nachteil ein. Und ansonsten würde ich auch vielleicht noch als Nachteil einordnen, dass das Mauspad, ich weiß nicht, es gibt viele Dinge, die sind gleichzeitig ein Vorteil, aber irgendwie auch ein Nachteil. Denn wie gesagt, das Mauspad ist wirklich schon ziemlich schnell. Und irgendwie ist es ein Nachteil, weil es dadurch halt auch unkontrollierbar wird, zum Teil. Aber es könnte auch ein Vorteil sein, je nachdem, wie schnell ihr euer Pad gerne habt. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Ich bewerte das mal als neutral, dass es ein so schnelles Pad ist. Aber prinzipiell, es ist, zusammenfassend kann ich sagen, es ist ein sehr, sehr interessantes Pad für Leute, die, wie gesagt, viel verschütten, die sehr tollpatschig sind bei ihrem Setup, gerne Getränke verschütten, auch wenn man da einfach vorsichtiger sein sollte. Für Leute, die gerne was verschütten, wie gesagt, tolle Oberfläche, um das einfach wegzuwischen. Oder für Leute, die einfach mal ein wirklich sehr, sehr schnelles Mauspad ausprobieren wollen und die sich nicht an der kleinen Größe des Mauspads stören. Und natürlich wieder der Effekt oder der Punkt, dass man Nifter unterstützen möchte. Dann soll man sich das von mir aus auch holen. Ansonsten muss ich persönlich sagen, ich mag Cordura-Pads lieber, weil die sich einfach nochmal ein bisschen besser anfühlen. Und meiner Meinung nach kann Nifter auch gerne ein Cordura-Pad rausbringen. Hätte ich nichts dagegen, absolut nicht. Würde mich sogar sehr freuen.
Ja, weil das ist einfach so ein bisschen seltsam ist, diese ganzen Fingerabdrücke und diese empfindliche, ich sag mal, Hautschicht, das ist, ich weiß nicht. Ich mag Cordura einfach lieber, keine Ahnung, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich muss sagen, Mauspads zu bewerten ist auch immer sehr, sehr schwierig, weil, ja, muss man oft selber mal ausprobieren. Ich versuche hier im Video meine besten Eindrücke rüberzubringen und deswegen mein Fazit zum Mauspad ist, man kann es mal ausprobieren, wenn man möchte. Wie gesagt, wenn man tollpatschig ist, mit Flüssigkeiten, mit Essen oder sowas. Und ansonsten, 35 Euro ist natürlich jetzt auch nicht nur wenig für ein Mauspad, aber wenn man ein schnelles Mauspad will, kann man das mal ausprobieren. Ja, gibt es natürlich auch viele andere Alternativen, auch von Nifter selbst. Die normalen Mauspads von Nifter finde ich auch ganz cool. Vor allem die Designs sind oft ganz cool. Aber ansonsten, ja, das war es mein Video zu dem Nifpad Falcon. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Ob ihr euch so ein Mauspad holen wollen würdet oder ob ihr doch lieber bei klassischen, traditionellen, in Anführungszeichen, Mauspads bleiben würdet. Und ja, ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn euch das ganze Video gefallen hat. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao.